Und damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Freitag euch allen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Manu, schön, dass du da bist. Und natürlich an alle lieben Löckerinos in diesem Chat. Auch an euch einen wunderschönen Freitagabend euch allen. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr da seid. Und ja, let's go. So, wie wir sagen. Boah, krasse Musik auf jeden Fall schon mal. Ja, ich bin da. Ich bin wieder da. Lang hat's nicht gebraucht, aber ich bin wieder da. Bist du jetzt gestern auch in die Top 5% gekommen mit der Power? Ja, das bin ich. Das war ja gestern, ne? Aber ja, ich bin Top 5% gekommen. Sehr überraschend für mich, aber ich denke mal, weil es halt Turf War gewesen ist und die Power ja sowieso relativ unten ist noch, denke ich mal, dass das da ein bisschen easy für uns gewesen ist. Und Inki, auch an dich. Hallöchen. Manbu. Herzlich willkommen, Stream. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Kennst du nicht Manbu? Manu? Manbu soll ein richtig guter Splatoon-Spieler sein. Ich habe gehört, dieser Manbu sollte auch D5 gewonnen haben. War das D5? D4? D5? Ich glaube, das war D5. Und jetzt auch an dich, Hallöchen. Einen wunderschönen, guten Freitagabend auch an dich. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? So. Kennst du einen schlechten, der Div 8 spielt? Also den kenne ich nicht. Ich kenne nur einen richtig guten, der Div 8 spielt, aber sonst nicht. Manbu ist ein Manipulator. Ja, es ist wieder fast Splatfest in der Woche. Ich freu mich schon riesenast. Vor allem Splatfest, wenn ich sturmfrei habe. RIP. Naja. Upsi. Boah, bin ich müde. Na, ich kenne auch keinen schlechten, der Div 9 Season 1 gespielt hat. Ah ja, Season 1 ist aber auch schon lange her, ne? Wann war das? Mitte 2020, ey? Boah. Ich bin jetzt schon 3 Jahre in der DSB, ey, fällt mir gerade ein. Oh. 3 ganze Jahre in der DSB. 3. 3. Bin ich, glaube ich, sogar der. Also,
Ich bin ja gerade ein bisschen am Überlegen, bin ich sogar der Viertdienstälteste in der DSB oder vergesse ich da gerade einen? Aber wenn mich es nicht täuscht, bin ich wirklich der Viertdienstälteste in der DSB. Glacy, Tim, Fisch. Wen noch? Ich vergesse bestimmt einen. 200 pro vergesse ich einen. Oh ja, das. Wie sich die DSB verändert hat, ne? Über die 3 Jahre, das ist schon extrem. Vor allem ich als DSB-Streamer, beziehungsweise als DSB-Bot-Developer, du merkst es ja auch richtig, du kriegst es ja auch richtig mit. Dass Leute kommen, Leute gehen. Das wird geändert, das wird geändert, das wird geändert. Aber die DSB, die verändert sich stetig. Da hinterherzukommen, ist eine Schwierigkeit. Ist eine echte Schwierigkeit. So, da. Heute spielen wir Splun. Heute spielen wir Splun und heute, ja, heute ist es ja beziehungsweise heute ist ja der Sneak Peek gestartet für das Splatfest. Und ja. Kür, ob ich Sonntag kann, weiß ich noch nicht, da ich Mario Party wieder der Mutter geben musste. Vielleicht kriege ich es wieder am. Okay. Das ist natürlich unglücklich, aber im Zweifel haben wir bestimmt noch welche, die mitspielen wollen. Ich glaube, Jens hat sich bei. Hat sich. Jens hat sich doch bestimmt auch gemeldet, oder? Wobei mich das, das erste Jahr und das, danach leider nicht möglich ein bisschen irritiert hat, aber, ja. Aber wie gesagt, im Zweifel wird es wohl nicht daran scheitern. Und ich hole Vionatus wieder ran. So. Nee, ach, Vionatus ist schon. Nee. Da haben sich einige gemeldet, also es wird auf jeden Fall nicht daran scheitern. So. So, Dille. Was spielen wir heute? Was für eine Ehre haben wir denn heute? Was wollen wir spielen heute? Was haben wir denn eigentlich später? So alles so schönes. Ach, Zones. Wir haben Zones. Oh. Warum haben wir Zones? Why? Why? Open. Oh Gott, Rainmaker sind auch komplette Grütze. Wir können uns alternativ auch Klems auf diesen beiden Maps geben.
Aber ich denke mal, dadurch, dass wir gestern erst Turf War gespielt haben, denke ich mal, dass wir erstmal mit Salmon Run starten und dann, ja, gucken wir mal. Werden wir wahrscheinlich Clamblitz spielen. Im X-Kampf. Yay. Ich freue mich so sehr. Aber Technik heute absolut. Absolut merkwürdig. Absolut. Absolut merkwürdig. So, dann mache ich mal eine Lobby auf, ne? Dann könnt ihr gerne joinen, wenn ihr möchtet, natürlich. Es besteht selbstverständlich keinen Zwang. Und wenn ich mir schon wieder die Chats durchlese. Toll. Die Chats von den DSL-Matches. Liebe, absolute Liebe. Alles klar, Manu, dann warte ich noch ein bisschen. Warte, wo ist Luna? Da ist Luna. Wird wieder Zeit für Akuma gegen Omega Muffins zur Abwechslung. Wurde dir da gematcht oder wie? Oder habt ihr euch eingequeued? Ach, du meinst wegen dem Chat? Ja. Aber, ja. Einige Leute lesen wieder nicht die Regeln. Also quasi wie immer. Du könntest halt literally in den Regeln reinschreiben. Durch die Teil. Also. Mit der Teilnahme an der deutschen Splatoon Ladder verkaufst du automatisch deine Seele an die DSB. Du könntest es 1 zu 1 so reinschreiben, die Leute würden es trotzdem spielen. Das muss mal jemand wirklich machen. Das wäre mega. Aber ja, ich lese es ja hin und wieder, weil ich atmen bin. Oh Gott, Inki. Inki! Ruhe! Schreib doch nur nichts hin, Mann. Wieso mache ich mir mit Kill mit Brella? Kann die Waffe null. Du musst einfach nur ZR spammen. Schon schießt die Waffe. Würde ich niemals tun. Glaube er nicht. Ich weiß nicht, wie viel zum Beispiel sie warte.
Ja, 1660 Silber wird ein bisschen knapp. Oder wäre ein bisschen knapp. Na gut. Falls noch wer mitspielen möchte, dann könnt ihr selbstverständlich gerne Bescheid sagen. Dann mache ich eine neue Lobby auf. Ach, Inki. Junge. Ey. Inki macht wirklich. Inki macht wirklich alles. Alles, um diesen Channel zu ihrem Glanz zu verleihen. Keine Ahnung, ich habe kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch mehr. So, dann mache ich mal Channel auf. Beziehungsweise queue ich mich mal ein und dann spielen wir ein bisschen Salmonidenlauf mit Salmoniden, gegen Salmoniden, seitlich den Salmoniden oder quer den Salmoniden oder oberhalb der Salmoniden, unterhalb der Salmoniden, diagonal der Salmoniden, horizontal, vertikal, sucht euch was aus. Nicht mitten im Stream einschlafe, was, aua, was ein bisschen schlecht wäre, I guess. Chrissy, Hallöchen, einen wunderschönen guten Freitagabend wünsche ich dir. Wie geht's? Schön, dass du da bist, herzlich willkommen im Stream. Okay, das wird vielversprechend. Aber zumindest haben wir jetzt halt. Das ist schon mal etwas.
Das müsste eigentlich Crowder sein, wenn wir es anstellen. Mal gucken, wie viele Revives wir heute kriegen. Mal gucken, wie viele Revives es werden. Okay, jetzt laut halt. Manu, sterben, by the way, ist nicht schlimm, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Also, setz dich bitte nicht unter Druck. Sterben ist so lange in Ordnung, solange es nicht abseits der anderen Leute passiert. Also zumindest, solange du noch schnell revived werden kannst, ist alles in Ordnung. Nein, da kann ich nicht machen, erstmal. Ernsthaft? 5 Big Shots? Das wird jetzt ein bisschen ungünstig. Aber ich kein Ink hab. Rip. So, währenddessen, ich wechsle mal ganz kurz die bei einem anderen Team jetzt aus. Also, falls ihr noch mitspielen möchte, ne? Lobby ist offen. Hätte der Wavebreak gegen die Bishops was gebracht? Ja, zumindest dann die ganzen, zumindest hätte es dann die ganzen Lessers ferngehalten. Und da hätten wir die Big Shots viel besser killen können. Aber war ein bisschen ungünstig. War ein bisschen ungünstig, dass jetzt so viele gespawnt sind. Ich kann währenddessen schon mal auf Google gehen. Weil ich muss... Ich hab's wieder vergessen. Und zwar zumindest zu gucken, wie... das neue Gear aussieht für sag schnell für die Hero Shot. Ach, alles gut, Manu. Alles gut. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Und Chrissy, ja, mir geht's, ja, relativ okay. Ich spiel gerade ein bisschen Salmon ran, nachher spielen wir, müssen wir mal gucken, entweder spielen wir noch Dings, weiter Anarchie-Serie, oder wir spielen Clamblitz auf X-Rang. Muss ich noch schauen, aber wahrscheinlich wird's X-Rang.
Na denn. Heavy, dann gehen wir mal rüber. Ganz hoch. Leute, wir dürfen doch das Learn nicht vergessen, bitte. Oh, ich bin sogar Eckhaus. Okay. Hab so einen halben Mate für mein Team gefunden. Das war super. Und Manju, Hallöchen, einen wunderschönen, guten Freitagabend wünsche ich dir. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen im Stream. Sehr schön in dem Mark. Das freut mich doch. Das freut mich doch. And hello Big, happy Friday. Welcome to the stream.
Oh yeah, my day has been pretty okay-ish. Nothing really much happened today. Yeah, sure, Vic. I'm gonna open up a new lobby then. Sure, sure. You can come in. Wait a minute. Since when is the new patch? Since when has the new patch been released? And why do I get pinged? Na, Manu, das wird nicht funktionieren. Da bin ich mir sehr sicher. Aber seit wann gab es? Seit wann war der Patch draußen? Oh mein Gott, Griller. Dankeschön. Das machen. Ah, der hat sich da durchgequetscht. Okay, schade. Na gut. Den einen halb behalte ich noch. Hätte ja fast funktionieren können.
Aber ich glaube, der war ein bisschen zu weit nach links. Obwohl das wirklich so danach aussah, als hätte sich der Goldie da irgendwie gequetscht, das ist ganz hinten. Oh jo. Oh ja, okay. Wurde erstmal noch tiefer in die Slammin' reingesaugt. Warte, wo? Da muss ich mal nach dem Stream drauf. Muss ich mal, kaum auf Englisch. Boah. Ist Berlin nicht fast oder so? Aber kaum kann es wahrscheinlich auch sein, though. Okay. Ja.
Englisch schon eine tolle Sprache. I barely made it. Ich hab's kaum geschafft. Ich will kein Inkjet Turn One, Wave One benutzen. So, Wave 3, jetzt bin ich ready for Glowflies. Jetzt bin ich ready for Glowflies. Let's go. Let's do it. So habe ich nicht irgendwas, aber ich bin ready. Splatoon, das war ein Witz. Das war ein Witz. Hallo. Okay, gut. Ah, das heißt dann aber auch, ich habe Glowflies Duty, okay. Oh ja, Red. Thank you.
Ja, gut. Barely speaking, we have fully exited. Yep. Oh, sogar perfekt. Perfekt abgetimt. Alles klar, Manju, dann viel Spaß dir noch im Urlaub. Erhol dich gut. Und ja, bis zum nächsten Stream. Vielen herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und dir natürlich noch einen wunderschönen Freitagabend. Wir haben keine Ex. Oh, wir haben sogar. Was für Bosses hatten wir bitte? I wish for glove flies because I had inkjet big. That's why. Zeiten mit hunderten Zuschauern sind auch wieder vorbei bei Splatoon. Ja, kann gut sein. Aber Sascha, mir ist es relativ. Weil ich mache das für die Community. Und nicht für irgendwelche 100 Zuschauer. Ich würde aus Splatoon 3 streamen, wenn ich nur ein oder wenn ich überhaupt gar keinen Zuschauer hätte. Weil es mir einfach Spaß macht. Ist mir relativ egal, ob ich jetzt einen Zuschauer habe oder wenn mir jetzt 70.000 zuschauen. Ist mir relativ. Aber ich wünsche dir trotzdem einen, ich wünsche dir trotzdem einen wunderschönen Freitagabend.
Samuel. Ja, bei Samuel musst du immer Leute retten. Vor allem in Splatoon 3, weil Salmon Run ein bisschen schwieriger geworden ist. Kann es mal gut vorkommen, dass man mal ein paar retten muss. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, ich habe sogar einen Revival-Rekord von 17 immer noch. Gut, daran merkst du halt, wie schwer das ist. Aber ja, wie gesagt, neue Bosse. Vor allem schwierigere Wellen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Splatoon 2 Salmon Run gespielt und Splatoon 2 Salmon Run ist nichts im Vergleich zu dem. Aber ja, Game wurde schneller, neue Techniken. Da ist wirklich sehr vieles verändert worden. Ich glaube, wann war ich Legende geworden? Ich glaube, das war erst am zweiten Tag bei Release, weil ich ja einen 24-Stunden-Stream gemacht habe mit allem. Und da ging halt 6 Stunden auf Story Mode drauf. Deswegen. Hab ich so meine Zeit gebraucht. Aber das ist ja in Ordnung. Upsi. Verdammt.
Oh, ja, 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 ja. Oh, sogar noch relativ knapp, ey. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh, es kocht. Okay. Dieses Kochersünne. Kochersünne kriegen wir. Warte, habe ich jetzt die Brush? Ach Gott. Kann ich ja von dem Kohosune die Zähne putzen. Wo ist er? Da. Okay, dann lassen wir ihn erstmal kommen. Oh, du musst es wirklich springen. War das, hattest du es wirklich bitter nötig? Boah. Hilfe, GGs, danke fürs Mitspielen. So, was haben wir? Was kriegen wir? 11 Cent. 11 Cent für diese Arbeit. Ich bin ja fast Level 100 im, beziehungsweise Level 200 auf dem Katalog. Hilfe. So. Ich kann schon mal mein Gear wechseln. Bevor es losgeht, ich glaube, wir werden... Wollen wir X-Rang spielen? ich bin nicht so ein Riesenfan von diesen Maps. Vor allem nicht auf Humpback. Da kommt. Nee. Absolut räudige Maps heute dran, aber naja. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe noch kurz auf Toilette. Und dann spielen wir entweder ein bisschen Serie oder wir spielen ein bisschen. X-Kampf, muss ich mal schauen. Wenn wir überhaupt Matches finden, ist ja immer so eine Geschichte. So, ich bin gleich wieder da. Deswegen, be right back. Und stay tuned. Und lauf nicht weg.
So. Oh, ich kann es echt nicht glauben, dass ich wieder X-Rang spiele, ne? Das wird auf jeden Fall schwierig, vor allem auf Clamlets, ist halt immer so eine Geschichte. Vor allem in X-Rang, da kann halt literally alles passieren. Oder wenn wir überhaupt Matches bekommen, ist musst du halt immer im Auge behalten. Aber hoffentlich wird das nicht so tragisch, wie ich es befürchte. Bestimmt schon, aber ja. Mal gucken, was wir so heute kriegen. Bin ich müde. Und hoffentlich, hoffentlich fallen wir nicht so sehr auf die Nase. Obwohl das 200 pro passieren wird, aber ja. Is there any reason you're playing Expert Clamlets? Because I'm not a big fan of Splat Zones, let alone Humpback Pump Track. Let's see how many matches we're gonna get in. And if we're not getting many matches in, probably we're gonna switch over to series then or something like that. Und was macht ihr so heute? Also ich... Oh, wir haben ein Match in Clamblitz. Oh mein Gott, in X-Rang. In X-Rang haben wir ein Match bekommen. Das ist ja unglaublich. Oh mein Gott. Thank you, Big, thank you. Against the Tetra, buddy. Oh, yo. Da ist keiner. Doch schon, aber... Du glaube ich immer wieder weg.
Oh ja, okay, da muss ich den frei halten. Alrighty, das ist auf jeden Fall ein schöner Start in die X-Kämpfe, die ich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Seit der Anfangswoche in dieser Saison. Und auch nur, weil ich herausfinden will, wie X-Rang wirklich ist. Da habe ich ein bisschen gepennt. Und da habe ich ein bisschen gechoked. Oh, that's in... Oh! Aber irgendwie hat die Inkshot das überlebt. Ich verstehe es auch nicht. Das hätte so ein Kill sein müssen eigentlich für die Ballpoint, aber... Absolut weird. Absolut weird. Ja, okay. Das fand ich nett. Das ist so richtig und wichtig, dass die Twizuka gebufft wurde, ey. Macht auch mal anständig Schaden. Der Teil. Ey, was hast du gegen Glubal, Manu? Lukas, doch super. Also ich hab sie gestern gespielt, hat mir die Goldmedaille gebracht. Bin mal gespannt. Die haben verfehlt. Ah, okay, cool, danke. Dann in diesem Sinne. Das war doch ein gutes Spiel. Ich muss, glaube ich, mal meinen Emote wieder ändern. Ich mag diesen Loch da links nicht. Nur 12 Kills? Wow, okay. Habe ich so... Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es richtig eine High-Kill-Counter ist, aber... Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich meine, in der Trauen tue ich das jetzt nicht.
Yeah, Wave to those defeated team. Yeah! We gotta say goodbye properly. Okay. Sunpower, hallöchen, wunderschönen guten Freitagabend wünsche ich dir. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Okay. Torpedo hat mich ja eiskalt one-hitted. Beziehungsweise gecombot, hätte ich nicht gedacht, dass es mit einem Direct und ein Minibomb geht. Na gut. Ah, okay. Yeah, nice to meet you too. Welcome to the stream. Hope you enjoy it. This death has been sponsored by Torpedo Team. Yeah. Torpedo, the sub weapon we had enough in yesterday's stream. Inky, ey. Erstmal eiskalt den Falschen geschaut, oder? Aber Splatpad, dankeschön für deinen Raid. Und hallöchen, alle lieben Ingo-Doktoren, die von Splat gekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet riesen Spaß gehabt mit Pikmin, habt ihr gespielt. Alrighty. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und genießt jetzt so ein bisschen das X-Kampf-Action. Wo ich zumindest versuche, bisschen was hinzukriegen. Okay, schade. Looks like you're rocking the Hero Shot. Yeah, I'm playing it. I don't know if I'm rocking it though. I think it's just my second X battle game right now today, so I think I still need some time to warm up. Yep, definitely. Alles klar, Pat, dann, ja. Ich kann es nachvollziehen. Der Abend ist relativ spät. Deswegen, viel Spaß im Löcken. Und ruh dich gut aus, mein Lieber. Oh.
Ah, okay, schade. Hier, ich zitiere, ich kann die Waffe nicht. Aber kann man 13. Ja, gut. Aber es ist wahrscheinlich auf dich bezogen, aber ja. Oh, RIP. Nice. Jennifer, you are walking it. We just gotta see her till the end, okay? Oh, okay. Me saying, yeah, I still need to warm up a bit. What happens? 20. Oops. Ich mit Lilo, ich kann die Waffe nicht auch. Ich hole eine 20. Ist so nice. So nice. Oh ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich in X-Battles eine 20 kriege. Not gonna lie. Direkt erstmal. Jo, zweites Game. Hau rein. Na, hier waren es nur 12. Hier waren es nur 12, aber wahrscheinlich, weil ich mich ein bisschen, weil ich sehr verhalten war. Und hier direkt. Ja. Aber wir haben es auch relativ schlau gespielt, muss ich sagen. Also ich hatte ein bisschen Angst gehabt wegen der Dynamo. Aber ja, wir haben es relativ gut geschafft. Also ich muss sagen, ich bin ganz gechillt. Sogar das ist ganz gechillt. Mal eben schnell. Activity Feed. Story, sie findest. Macht Twitch gerade doofe Sachen? Aber ich kann es gleich machen, Niki. Ich kann es gleich machen. So, jetzt. Volle Konzentration. Ein 2-0 ist gerade in der Luft. Wir könnten es heimfahren. Betonung liegt ganz vorsichtig auf könnten. Okay.
Boah, okay. Schade, schade. Komm, holen ihn, nice. Oh, ihr müsst kommen. Okay, gut. Na, ich spring nicht. Es wird noch ein knappes Spiel, also noch ist nichts entschieden. Für niemanden. Das ist jetzt ungünstig. Ging. Oh, und dann verlieren wir das auch noch. Ja gut, das ist das Mindeste. Machen können. Eieiei. Kann gerade echt nichts machen. Weil uns wirklich die Kontrolle fehlt, ne? Mitte kein Paint, unser Base kein Paint. Nix. Jetzt noch ein Blaster. Könnte jetzt unsere Chance sein. Ja, wir müssen die Super mitnehmen. Aber wir haben keine. Ja gut. Komm, 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 komm. Der ist... Der... Ihr müsst den haben. Nice, okay. Jetzt müssen wir rüber. Nice. Oh mein Gott. Oh. Knappes Spiel. Das kann man wirklich 1:1 kommentieren. 1:1 können wir das irgendwo in einem Set kommentieren. Oh, was? Das waren... Absolut... Die Ditte Fistbump. Absolut. Absolut knapp das Game, hey, Hilfe. Und wie viele Punkte kriegen wir? Schmeckt? Schmeckt? Hallo? Erstmal 130 plus. Geil. So, Inki möchte Bang Bang Bing Bing Bang Bing. Dann kriegt Inki Bing Bing Bang Bing Bang Bing. Das war das doch, oder? Ja.
Ja. So schnell kann's gehen. Oh, das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl, endlich mal Punkte zu kriegen. Aber so wie ich Nintendo kenne, das wird nicht bei 100 bleiben. Das wird nicht bei 100 plus bleiben. Die werden dann... 200 pro wird da noch was kommen. 200 pro wird da noch was kommen. Minus 240, genau. Genau. No. Ah. So. Und jetzt im Gleichtakt so weiter. Komm, let's go. Kriegen wir hin. Das müssen wir hinkriegen. Wir müssen dieses Momentum müssen wir jetzt beibehalten. Ah, was? Warum mache ich das? Das macht so keinen Sinn. Ja gut, nee. Ah, keiner hat gesagt, dass ich es bei den Schwert sind. Keiner hat's gesagt. Oh, aber wir sollten uns doch schon ein bisschen schlauer anstellen als das Kyo. Das wäre zumindest ein guter Ansatz, um vielleicht Spiele zu gewinnen. Ja, ist in Ordnung. Wenn die uns einen Super geben wollen, dann ist es halt so.
Oh, die ist noch da hinten. Ja, gut. Ah, schade. Okay, gut. Ah, okay, vorbei. In Slew 2 hat das immer funktioniert, aber die Brella hat mittlerweile so eine richtig weirde Protection Box, aus welchem Grund auch immer. Seid doch, die Brella hat immer eine richtig weirde Protection Box. Die war wirklich komplett offen vor meiner Nase. Ich werfe eine Bombe, die explodiert auch direkt neben ihr. Sie stirbt nicht. Absolut keinen Sinn macht. Aber nur gegen Painten. Sieben zu drei ist nicht schlecht. Ist eine zwei Drittel KD. Ja, ne? Warte, war das? Okay, das waren tatsächlich drei Goldmedaillen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Dann haben wir drei Goldmedaillen bekommen. Willkommen zurück, Sascha. Wir sind gerade bei X-Kampf. Falls du dich wunderst, warum jetzt auf einmal, warum jetzt auf einmal die Ink- und Octolinge sich gegenseitig ummetzeln und nicht die Salmoniden. Viele Leute spielen heute die S-Blast. Doppelt,
wurde in einigen Splatoon-losen Monaten auf A zurückgesetzt. Es geht sogar noch. Ah, da war die S-Blast. Nice, der nächste Chris direkt. Jawollo! Sogar gecallt. Ich weiß nicht, ob es direkt war oder indirekt. Keine Ahnung. Und tschüss. Ja, das mit Destiny Cast habe ich mitbekommen und ich habe auch schon bereits eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Also quasi die Zusammenfassung wäre, ich distanziere mich komplett und volle Solidarität mit den Opfern. Die Stellungnahme ist auf mein Discord, beziehungsweise schon auf Neuigkeiten. Das wird jetzt gefährlich. Das wird jetzt richtig gefährlich. Ah. Ich habe einige Videos gesehen, wo die Nachrichten über Destiny Cast geleakt wurden. Ja, ich denke mal, du meinst die von Hübi, also das Video von Hübi. Aber ja, das Ding an der ganzen Geschichte, ja, die ganzen Vorwürfe existierten ja schon bereits seit 2021. Und damals habe ich mich ja schon von Destiny Cast distanziert. Aber ja, es ist schon extremst traurig und hat natürlich ein riesen Beben ausgelöst, ne? Vor allem, weil Destiny Cast das Gesicht von Splatoon Deutschland schlechthin gewesen ist. Ja, jetzt mit so einer Aktion, ne? Es ist halt sehr eklig. Es ist sehr eklig. Ich glaube, da kannst du nichts anderes zu sagen. Meine Tochter hat einmal ein P-Foto zugeschickt bekommen. Also auch wenn es gleichaltrig ist. Also ich persönlich
Ich find solche Sachen immer richtig scheiße. Ich find solche Sachen immer scheiße. Egal, ob das jetzt irgendwie vom Gleichaltrigen ist oder von der jüngeren, älteren, ist mir relativ. Aber sowas macht man einfach nicht.